Tatsächlich gibt es ja in Deutschland immer noch Leute, die die AfD für eine, ja, ganz normale bürgerliche Partei halten. Hier, apropos, jetzt am Kiosk, kennen Sie schon, das neue AfD-Panini-Sammelalbum. Ja, das ist super. Mit allen AfD-Lern, die wahrscheinlich bald für uns im Bundestag sitzen. Können Sie einkleben. Ne? Natürlich nur auf der rechten Seite, ist klar. Den musste ich machen. Den musste man machen. Ja. Einfach mal googeln, liebe Zuschauer. Einfach mal googeln, wer auf den AfD-Landeslisten ganz oben steht. Der stramm nationale Flügel dominiert da eindeutig. Ne? Mit lauter Bernd Höcke-Fanboys. Ja. Man kann die natürlich trotzdem wählen. Aber mit "Wir haben doch von nichts gewusst" kommen wir nicht noch mal durch, Freunde. Hier, mal Bock auf was Ekliges? Wenn die Franzosen zu Recht stolz auf ihren Kaiser sind und die Briten auf Nelson und Churchill, haben wir das Recht, stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen. Stolz? Also Leute, das war doch mal der Minimalkonsens, dass wir nicht direkt angeben mit dem Zweiten Weltkrieg. Es ist so erschütternd, dass man das 2017 noch mal sagen muss. Aber innerhalb eines Angriffskriegs, der ganze Völker vernichten sollte, kann es überhaupt nichts geben, worauf man als Deutscher stolz sein darf. Nichts. Außer desertieren. Was passiert denn hier in dem Land? Das ist alles nur noch schlimm. Wirklich. Schlimm. So. Den bösen alten Mann klebe ich ein. Warte mal. Wen kriegen wir noch im Bundestag? Guck mal. Ah, hier, der ist auch toll. Peter Büstron, Landeschef aus Bayern, findet die Nazi-Hipster von der Identitären Bewegung dufte und hat auch noch was zum Krieg herausgefunden. Deutschland haben nach dem Krieg die Trümmerfrauen aufgebaut und nicht die Türken. Ja, die Türken haben es aber auch vorher nicht kaputt gemacht. Ne? Hör mal, wenn die Trümmerfrauen so toll sind, warum sind die hier in Köln immer noch nicht fertig? Ne? Einfach nur mal so zum Nachdenken. Anderes Thema. Ja, von denen aus der Preisklasse sitzen bald ganz viele, Dutzende im Bundestag. Wer ist die hier? Ach, guck mal, noch eine Kandidatin aus Bayern. Mein Name ist Corinna Miazka, ich bin 33 Jahre alt, verheiratet, ein Schäferhund. Nee, die klebe ich nicht ein. Nee, 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 nee. Aber hier. Er hier ist quasi sowas wie der AfD-Joker. Ha, Hammer! Jens Meyer, Ultrarechter Richter aus Dresden, aus Sachsen, hat ebenfalls einen sehr, sehr sicheren Listenplatz. Er erklärt den Deutschen, und ich zitiere, Schuldkult für beendet und warnt vor der, Zitat, Herstellung von Mischvölkern, um nationale Identitäten auszulöschen, Zitat Ende. Aber er liest gerne. Jetzt zeige ich Ihnen mal meine Lieblingsbücher, die ich als kleines Kind wirklich gern gehabt habe. Mackie bei den Chinesen, Mackie bei den Eskimos, tja, und dann auch das, Mackie bei den Negerlein. Alle gut, ja, alle gut. Und nicht zu vergessen natürlich der Klassiker, Mackie bei der Waffen-SS, meine Damen und Herren, ja. Ja, und auch er kann auf seine Leistung stolz sein damals. Ich schaffe das jetzt gar nicht mehr, die alle einzukleben, diese Flitzpiepen. Da sind so viele tolle Abgeordnete dabei. Hier, Frauke Petri warnt diese Woche quasi vor ihrer eigenen Partei. Das ist mal was anderes, würde ich sagen. Oder hier, Markus Frohnmeier aus Baden-Württemberg. Der hat vor allem eine große Fresse. Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet, dann wird wieder Politik für das Volk und zwar nur für das Volk gemacht. Ja. Denn wir sind das Volk, liebe Freunde. Wir sind das Volk. Junge, Junge, was haben Sie denen denn ins Futter gemischt, meine Damen und Herren? Wahnsinn. Sie hörten die Allmachtsfantasien eines 1,12 Meter großen Hobbits.